Platz muss aber nun. Wurde das Geld für den Bau des Krankenhauses bewilligt? Oh, in erster Linie geht es um euer Vorhaben, eine Schule für Mädchen gründen zu wollen. Ja, wenn alles nach Plan verläuft, können wir noch vor Ostern mit dem Unterricht beginnen. Eure Barmherzigkeit für Frau Ulm ist wirklich aller Ehren wert. Und dennoch hängt der Klerus meinen Plan für sinnlos und verkehrt. Aus welchem Grund? Seitdem gibt es keinen Zweifel am primitiven Geist der Frau. Und darum ist es völlig obsolet, diese Schule zu erbauen. Mich wundert, dass gerade ihr solch absurden und feigen Theorien glauben schenkt. Wie ich gehört, hat man euch schon vor langer Zeit das Gegenteil bewiesen? Oh bitte, glaubt nicht alles, was man euch erzählt. Frauen sind im komplexen Denken schon vorgegangen. Glaubt ihr, dass ihr den Arzt mit eurem Team sind imponiert? Überschätzt, was erlaubt ihr euch? Die Mädchenschule ist ein Grund, wenn sie in die Erde verfällt, den Klimalauf vor euch im Klerus widersetzt. Die einstimmige Erklärung aller KW fordert euch dazu auf, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Im Gegenzug erklärt sich mein Vater dazu bereit, das Gebäude mit eigenen Geldmitteln zu einer Herberge für wohlhabende Pilger umzufunktionieren. Das wäre für alle Seiten ein Gewinn. Ein Gewinn? Wäre es, wenn endlich Fähigkeiten und Charakterwerte eines Menschen ausmachen würden und nicht Abstammung oder Geschlecht? Was wollt ihr damit sagen? Als Grundinstanz in Rom.